Meine absolute Empfehlung, solltet ihr mal herkommen, geht in diese Höhlen. Achtundvierzig, wohlgemerkt. Herzlich willkommen in Chinches. Ich bin hier am Mittelmeer. Das Auto steht da auch gleich in erster Reihe. Es ist schon sehr touristisch, aber ich wollte ans Meer. Ich bin am Meer. Es ist einfach zu heiß. Ich hatte im Innern von Spanien 52 Grad und da habe ich beschlossen, das geht so nicht. Du musst wieder ans Meer. Of change, been through a lot of pain. Einen wunderschönen guten Morgen aus Chilches. Ich stehe direkt am Meer und heute ist, da beobachtet mich einer, darum bin ich aus dem Konzept gekommen. Heute ist Pausetag, heute setze ich mich ans Meer, räume meine Videos auf, schneide Reels und so weiter und so fort, bevor es wahrscheinlich nach Richtung Tarragona geht. Das ist übrigens das erste Mal hier heute, dass ich meinen Stuhl raushole. Die sitzen ja alle auf Stühle, darum dachte ich, kannst du ja auch mal ausprobieren. So, ich habe es mir hier gemütlich gemacht. Da hinten seht ihr, da steht Venner. Ich habe meine Mütze vergessen, habe ich gerade festgestellt. Ja, es ist echt schwierig hier mit guten Stellplätzen. Die meisten haben in den Bewertungen Diebstähle verzeichnet und darum habe ich zu mir gesagt, nee, geh auf Nummer safe, dann ist es halt nicht ganz so schön auf dem Stellplatz, aber du bist sicher oder besser gesagt mein Auto und der Inhalt ist sicher. Und darum hier eine Stadt Chilches. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber ich war schwimmen zum ersten Mal nach anderthalb Wochen Tour, dass ich schwimmen war, richtig schwimmen, weit und lange und herrlich. Things are not the same as they were a year ago. We'll all be okay. Es kann vorkommen, wenn ich so stehe, dass ich nicht ganz so öffentlich kochen möchte und dann mache ich das Ganze so eine 5 Minuten Terrine, dann brauche ich nur heißes Wasser machen. Ich wollte euch gerade mal die Berge da im Hintergrund zeigen und vorher meine Scheibe wischen, aber leider ist das Wasser leer. Also müsst ihr immer noch mit diesen Flecken da vorne klarkommen. Aber ich bemühe mich dran zu denken, nachher Wasser einzufüllen. Von each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Na, was sagt ihr zu meinem neuen Stellplatz hier unter Akazien oder sowas, weiß ich nicht. Richtig genial eigentlich. 10 Minuten in den Stadtkern und schaut mal. Ah, neben mir kann nicht mal einer stehen, weil Baum. Ich habe mich so dazwischen gestellt, voll im Schatten. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal richtig gut schlafen kann heute Nacht. Ich könnte auch die Tür aufmachen, weil hier ist nichts. Das ging ja die letzten Tage nicht. Ey, finde den Haken. Ich bin schon gespannt. Aber ich lasse es auf mich drauf zukommen. Jetzt gehe ich erstmal in den Ort. Der soll 10 Minuten entfernt sein. Alter Fula heißt er. Oder Alter Fula. Keine Ahnung, wie es betont wird. Und eigentlich soll er richtig schön sein. Ich bin hier in der Nähe von Tarragona. Und wenn es mir hier gefällt, bleibe ich hier auch noch vielleicht noch eine Nacht. Weil ich wollte mir eigentlich noch mal Tarragona angucken. Ja, alles klar. Bis dann. So, 2 Minuten vom Parkplatz. Touristisch, aber das wusste ich. Völlig okay. Erstes Eis dieses Jahr. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Schaut mal, so habe ich heute Nacht geschlafen. Und es war so angenehm. Herrlich. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich koche schon Kaffee, bin beim Frühstück vorbereiten und plane irgendwie gerade meinen Tag. Aber ich weiß gar nicht so recht, was ich will. Geht es euch auch manchmal so? Ich würde sehr gerne Tarragona besichtigen. Aber auch mal einfach so easygoing, kommt was kommt.
Ja, also ich weiß noch nicht, was heute passiert. Jetzt kocht erstmal der Kaffee. Lecker. Und dann schauen wir mal. Wisst ihr, was ich staune? Meine Milch, meine normale Milch, die ich zu Hause in Deutschland auch habe, die habe ich vor 2 Wochen mitgenommen und geöffnet. Die ist jetzt immer noch haltbar, immer noch frisch und flockt nicht im Kaffee. Ich habe sie inzwischen in eine Thermoskanne gefüllt, weil war nicht mehr so viel drin. Und das ist immer ausgelaufen, das Tetrapack. Daher, vielleicht hilft es ja. Vielleicht ein Tipp für euch. Füllt die Milch in die Thermoskanne, hält noch länger im Kühlschrank. Es ist 11 Uhr und tatsächlich will ich jetzt nach Tarragona aufbrechen. Ich brauche halt immer so lange. Erstmal habe ich heute ganz wirklich easy going gemacht, ganz gemütlich aufgestanden. Erstmal meine Pflegeroutine, dann gemütlich gefrühstückt, dann das Auto sauber gemacht. Vor allem die Toilette ist mir immer wichtig auf solchen Plätzen, wo man so ein bisschen abseits ist. Muss man ja nicht jedem zeigen, dass man ein Klo dabei hat. Und da versuche ich so jeden zweiten, dritten Tag die Toilette sauber zu machen, weil ich einfach Angst habe, dass sie so vergammelt. Und die ist mir so wertvoll. Ja, ich weiß. Und ja, aber jetzt ist es 11 Uhr und ich schaffe es endlich zum Bahnhof zu latschen. Ab nach Tarragona. Erstmal mache ich immer noch einen kleinen Check-up. Scheiben sind zu, weil die öffne ich nachts oft. Hier ist auch alles zu. Hier auch. So, Auto müsste mal geputzt werden. Und dann kann es jetzt losgehen. Das Gute ist, zum Bahnhof muss ich am Strand entlang laufen. Und ich hoffe, dass das Wetter so bewölkt bleibt heute. Denn dann läuft es sich natürlich viel besser durch eine Stadt. Kann ich bitte immer so zum Bahnhof laufen? Immer noch der Weg zum Bahnhof. Genial. Jetzt habe ich erstmal eine Fahrkarte gekauft, kostet 2,50 €. Und zwar geht es nur per Kreditkarte, man kann nicht bar bezahlen. So, ich bin jetzt in Tarragona angekommen. Scheint hier alles easy zu sein für den Rückweg. Ich gehe jetzt erstmal raus in die Stadt. Erstmal was zum Trinken holen. Google schickt mich mal wieder durch die besten Nebenstraßen der Welt. Und jetzt gleich, oh nein, in dieser Hitze. Haha, sehr geil. Was ich nicht gesehen habe von Weitem ist, für Gehbehinderte wie mich, Scherz, haben sie hier eine Rolltreppe hingebaut. Na denn, kann ja nichts passieren. Jetzt komme ich langsam hier in der Innenstadt an. Und das sieht schon ein bisschen schön aus. So, ich bin da. Da ist der große Markt. Da stürmen auch alle hin. Hier findest du alles von Fisch über Käse, Sushi, Backwaren, Fleisch, Schinken, alles, was das Herz begehrt. €160 das Kilo. Er schneidet für ihn da gerade eine kleine Portion ab. Warum ich eigentlich nicht nach Barcelona, sondern hier nach Tarragona gefahren bin. Das hat einen Grund. In Barcelona war ich schon. Da habe ich auch schon alles durch, Stadtrundfahrt und alles, was so geht. Und ich hatte tatsächlich überlegt, es hat mir sehr gut gefallen, nochmal nach Barcelona.
Aber dachte ich, warum? Man muss auch mal Neues erkunden und darum Tarragona. Ach, wie geil, hier bin ich heute richtig. Hier ist nämlich Flohmarkt. Oh, was für ein Ausblick haben wir denn da hinten? Schön, die Berge. Eine der größten und bedeutendsten Straßen hier zum Shoppen und Bummeln ist die Rambla Nova. Jetzt gehe ich erstmal Paella essen, zum ersten Mal in meinem Leben. Die oder die? Das ist mir ein bisschen zu schwierig zu essen. Und das ist Hühnchen, kann ich zu Hause essen. Ich soll vorsichtig sein, der Rand ist sehr heiß. Ich finde es ja faszinierend, dass die Schienen direkt die Stadt vom Strand trennen. Jetzt habe ich mir hier so ein 100% natürliches Eis, ohne Verpackung, ohne alles drum und dran. Aber sehr lecker, Mango. Eintritt, um da hochzugehen. Das ist übrigens ein alter Teil, eine Ruine eines römischen Zirkuses, also eine sozusagen Wagenrennbahn, wie es früher war. Und Eintritt kostet 5 Euro. Ich kann es nicht aussprechen. Esglesias des Vales Carmelites oder so ähnlich. Eine schon beeindruckende Kirche. Hier gibt es übrigens auch ein Casino. Und mit der Bimmelbahn kann man auch fahren. So, ich habe diese Stadtrundfahrt gemacht. Kleines Fazit dazu. Viel, viel informativer als die in Porto und Lissabon. Allerdings ging die Technik nicht so gut. Ich hatte bloß Informationen auf einem Ohr. Und ich konnte nicht lauter machen und das war wohl nicht nur mein Problem. Viele haben versucht, ihre Buchse zu ändern, aber es ging scheinbar nicht. Und das Problem waren die, die gerade hinter mir laufen. Das waren, ich vermute mal, Engländer. Und die haben so laut gesprochen, dass ich selbst dieses eine Knöpfchen in meinem Ohr sehr wenig verstanden habe. Ich musste mir also die ganze Zeit die Ohren zuhalten, um ein bisschen zu verstehen, was gesagt wurde. Aber von den Informationen, die gegeben wurden, war es viel, viel besser. Achso, und vom Preis her ging es auch 9 Euro plus 50 Cent für die Kopfhörer. So, jetzt geht's in die Altstadt. Hier dürfen nur Autos fahren, die hier auch wohnen. Jetzt bin ich auf dem Plaza della Font, also dem Platz della Font. Hier kann man auch richtig viel Kaffee trinken und einkehren und wunderbar sitzen. Das ist die Stadthalle. Da kann man auch eintreten. Tarragona ist die einzige Weltkulturerbestadt in Katalonien. Im 2. Jahrhundert vor Christus wurde diese Stadtmauer 3,5 Kilometer lang gebaut. Und zwar hat sie den Stadtteil Tarragus umgeben. Und jetzt ist sie leider nur noch 1100 Meter lang, aber immerhin sehr gut erhalten, finde ich. Und schaut mal, wie riesig die Steine damals waren. Ich kann ja mal meine Hand dagegen halten. Echt groß. Hier liegen die Orangen am Boden. Hat keiner Hunger. So eine süßen Häuschen hier. Richtig schön. Da kann ja nur ein Zimmer drin sein. So, hier ist sie nun, die wunderschöne Kathedrale. Die Kathedrale wurde 1905 zum Nationaldenkmal erklärt. Musik.
Ärgert mich jetzt voll, dieser Laden hat geschlossen. Ich würde so gern da reingehen. Ist ja wie in Deutschland. Der Zug hat 18 Minuten Verspätung. Jetzt bin ich extra gerannt und habe mich beeilt. So, ich bin zurück in alter Cola, habe mir noch mal ein Eis geholt. Leider hast du keine Früchte als Topping. Jetzt gehe ich noch mal schwimmen und dann verabschiede ich mich heute vom Meer und fahre in die Pyrenäen. Na, wie hat es euch in Tarragona gefallen? Also ich muss sagen, dafür, dass es mir nicht empfohlen wurde, hierher zu fahren, hat es mir richtig gut gefallen. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Ich kann gerade nicht. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Kanal abonnieren. Bis bald!